Hallo liebe Fußballfreunde da draußen, hier ist wieder euer Fritz Meloni mit dem vierten Spieltag heute. Und wir zählen nicht zu den Top-Spieltagen, sondern das sind hier Gladbach und Nürnberg. Nürnberg, die einen unheimlich guten Start hingelegt haben, damit konnte man gar nicht rechnen. Die Gladbacher sind aber auch noch gut in Reichweite. Dann haben wir Bremen gegen Stuttgart, das ist der sechste gegen den dritten. Und BVB, Borussia Dortmund gegen TSG 1899 Hoffenheim, das ist der 8. gegen den 2. Ja, heute heißt die Folge ja ohne Weihrauch, das ist die, oh, und ohne Vlachodimos, was ist denn jetzt kaputt? Der fehlt auch 2 Wochen. Eieieiei. Muskelfaserriss, naja, das ist nicht so eine schwere Verletzung, aber da muss jetzt, Brinkis ran. Dafür ist er da. Dafür haben wir ihn geholt. Aber jetzt müssen wir nicht nur Weihrauch ersetzen, sondern jetzt auch noch Vlachodimos für 2 Wochen. Also, das ist jetzt hier nicht so schön. Wir müssen das jetzt irgendwie durchstehen. Wir haben ein Stürmerproblem. Ja, wer zuletzt sehr gut gespielt hat, war hier Ole Fleck. Ja, also das muss man wirklich an der Stelle sagen. Ich überlege jetzt gerade, ob ich Ronny Markus, ja, Ronny Markus kann ich wieder von Anfang an bringen. So. Sollen wir auch die richtige Reihenfolge machen. So. Also. Benno Schmitz scheint auch so eine kleine Phase zu haben. Kevin Prinz Boateng. Da kommt jetzt natürlich wieder Donis Aftejai rein. Das ist nun mal so. Und Kevin wird heute mal auf die Tribüne gesetzt. Das heißt, es kommt Nicham rein. Tja, ich würde sogar sagen, dass wir mal Kevin Seitz jetzt auf rechts bringen und Schmitz macht mal eine Pause. Vorne im Sturm haben wir nicht so diese Möglichkeiten. Wobei, wenn ich jetzt hier mal nur nach der Leistung gehe, dann müsste Reno rein. Und dann müsste ich Wright mitnehmen. Und da es bei mir nach Leistung geht, machen wir das jetzt auch. So ist dann die Aufstellung. Jetzt wollen wir mal gucken, was hier noch an Nachrichten zu überprüfen ist. Können wir jetzt mal gerade gucken. Sutton noch ein Spieler, der noch ein paar Jahre brauchen wird, bis er dann wirklich für uns absolut top ist. Gucken wir mal die Trainingsziele nach. Ballkontrolle, das können wir jetzt erstmal. Trainingsziel entfernen. Gucken wir mal, wie es mit Schnelligkeit und Antritt aussieht. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall was machen. So. Okay. Ja, Vlachodimos ist verletzt. Das haben wir ja jetzt schon mitbekommen. Fanshop ist in London fertiggestellt. Oh. Das ist natürlich geil. Ein Fanshop in London, das ist geil. Ja, da können wir gerade mal noch so ein paar Sachen durchgehen. Wie sieht es aus mit dem Finanzstatus? 3 Millionen können wir hinzuschießen. Da machen wir hier 21,7. Machen wir es mal. Nicht ganz. So. Dass wir da wieder ein bisschen mehr Luft kriegen. Ja, gucken wir uns doch das mal an hier. Infrastruktur. Ein
Neuer Bauhof, neues Bürogebäude, neuer Fanartikelproduktion. Fanartikel, ja, da können wir noch ein bisschen was machen demnächst. Jugendstadion, Jugendzentrum, das ist alles sehr schlecht noch. Jugendinternat total heruntergekommen. Gehen wir mal im Bau. Ausbau läuft. So, da haben wir auch ein bisschen was gemacht. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal die Mannschaft an. Also den Gegner. Und ich bin gespannt, ob wir jetzt heute eine Mannschaft auf die Beine gestellt haben, die jetzt die letzten schlechten Spiele so ein bisschen vergessen machen. Ja, hier mit Putz, das ist natürlich ein Robert Putz, ist ein ganz gefährlicher Mann. Den gucken wir uns hier gerade mal an. 23 Jahre, guck mal, was der für Werte hat. Ist im Team der deutschen Nationalmannschaft und hat aber noch kein Tor, noch kein Spiel erzielt. Also der ist jetzt erst im weiteren Kreis. Ja, aber das sind so Spieler, denen die Zukunft gehört. Und ich will mal gucken, wie sein Werdegang bisher war. War bei Bayern. Dann über Mainz und jetzt in Leverkusen. Also die Leverkusener haben hier eine gute Truppe. Das sieht man schon. Im Tor Benno Leno mit 30 Jahren im besten Torwartalter. Dann haben wir hier Konstantinos Stafelidis. Auch ein sehr wendiger, sehr schneller Mann. Lasse Sobiech. Da haben sie einen soliden Innenverteidiger. Sehr groß gewachsen. Christoph Unger, das ist so ein bisschen hier die Jugend, die jetzt nachwächst. Dann haben wir Daryl Janmaat, ein erfahrener Spieler aus Holland. André Hoffmann, Nuri Sahin, Kevin Scherf, wieder eine weitere Personalie hier, ein jüngerer Spieler. Und Heung-Min Song, Robert Putz. Und Erik Lamela. Das ist die Truppe. Und mit Leverkusen kann man da schon mal sagen, da haben sie eine Truppe auf dem Platz, die kann auch deutscher Meister werden. Ne? Das ist ohnehin möglich. Also das ist eine richtig gute Truppe. Deswegen müssen wir heute alles geben, um hier Paroli zu bieten. Wir sehen uns gleich beim Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir begrüßen die Mannschaft von Bayern 04 Leverkusen. Hier ist die Wechsel! Ja, herzlich willkommen hier gegen die Werkself und ich habe jetzt eben gerade nochmal geschaut, also ich werde glaube ich demnächst doch wieder auf meine alten Trikots zurückgreifen. Mir gefällt das nicht mit diesem dritten Liga-Aufkleber da. Ja, die Werkself. Ja, wir haben sie in der Vorstellung gesehen, eine echt starke Truppe, die durchaus in der Lage ist, hier auch um die deutsche Meisterschaft mitzukämpfen dieses Jahr. Wir sind der amtierende deutsche Meister und Champions League-Sieger. Haben uns aber in dieser Saison noch nicht mit Ruhm bekleckert. Jetzt haben wir die Ausfälle im Tor mit Vlacho Dimos zu verzeichnen und vorne im Sturm Patrick Weihrauch. Dann mit wieder neu im Team Donis Avdijaj und auf der rechten Seite für den zuletzt enttäuschenden Schmitzkatz ist Heinze jetzt reingerutscht in die Mannschaft. Und ja, ich hoffe, ja, und vorne der Sturm ist ja natürlich auch neu aufgestellt mit Reno und Güfalsson. Haben wir aber keinen schlechten Sturm auf den Platz gebracht. Also das sind beide Stürmer, die hier auf jeden Fall für Furore sorgen können. Und da ist das passiert. Haidar Güfelsson macht seinen ersten Bundesliga-Treffer. Wir gehen überraschenderweise hier in der 7. Minute 1:0 in Führung. Das ist jetzt für mich ein Zeichen der Mannschaft. Das ist aber auch ganz wichtig, dass wir gegen solche Top-Teams hier andeuten, dass wir der deutsche Meister sind. Ach, das tut gut, das tut gut. Und das wird auch Güfalsson gut tun. Ist ja immer so ein bisschen hinter den beiden Stürmern
in der vergangenen Saison so ein bisschen im Schatten gewesen, hinter Poyan Palo und hinter Patrick Weihrauch. Und Weihrauch hat Probleme, ist jetzt auch verletzt, wird wahrscheinlich für 4, 5, 6 Wochen fehlen. So lange müssen wir uns darauf einstellen. Und das ist natürlich die Chance für die anderen Stürmer, jetzt mal zu zeigen, ob da was nachwächst. Er ist natürlich, wenn er fit ist, unsere Nummer 9. Und ich hoffe, dass er noch in Form kommt dieses Jahr. Hat ja 4 Jahre in der Weltklasse war er immer vertreten. Das ist ein Ausnahmestürmer gewesen bis jetzt. Aber er scheint eine Krise zu haben, eine ernsthafte Krise. Mit 28 Jahren ist er auf jeden Fall noch in einem Alter, dass er zurückkommen kann. Und da ist Holming Song. Oh, da haben wir Glück. Brinkis segelt am Ball vorbei, aber der Ball geht an den Pfosten, Gott sei Dank. Und kommt dann zu unserem Verteidiger. Da haben wir Glück gehabt. Da ist Gufalsson. Gufalsson, after Jai. Lamela. Oh, der macht jetzt richtig Dampf nach vorne. Putz. Aber Brinkis. Brinkis muss jetzt erstmal für die nächsten 2 Wochen den guten Vlachodimos vertreten. Vielleicht auch 3 Wochen. Für ihn nochmal, ja, eine Art Auszeichnung, dass er in der dritten Liga uns damals noch als Talent zur Verfügung gestanden hat und gute Leistungen gebracht hat. Und jetzt ist er halt die Nummer 2, beziehungsweise die Nummer 3 eigentlich. Aber wir haben ihn jetzt reingebracht, weil er einfach die Erfahrung hat. Und wir brauchen jetzt, oh, da hat er gerade gut gehalten. Wir brauchen jetzt im Kasten einen Mann mit Erfahrung. Aber Brinkis hält den Kasten sauber, bleibt ruhig. Der Ball ging hier am Tor vorbei. Wir führen 1:0 nach 21 Minuten. Also mehr kann man erstmal nicht wollen. Das Elfmeter? Ne, Eckball. Oh, da hat Brinkis. Da hat er einen guten Job gemacht gerade. Das war gefährlich, aber er hat das Richtige gemacht. Leverkusen drückt jetzt in dieser Phase. Die wollen sich natürlich hier nicht vor eigenem Publikum mit einer Niederlage hier aus diesem Spiel verabschieden, sondern die wollen hier nochmal kommen. Die wollen hier nochmal zeigen, was sie drauf haben. Auf den Jai mit einem Fehlpass, dachte ich erst, aber das ist dann doch nochmal gut gegangen. Borswick Jackson, der hoffe ich jetzt mal eine richtig gute Saison ohne Verletzung hinlegen kann. Und Ronny Markus weit aufgerückt hier. Und jetzt Kevin Seitz. Das ist Abseits. Ja, Kevin Seitz bin ich jetzt mal sehr neugierig, hat lange Zeit noch nicht mal auf der Bank gesessen. Er war auch sehr überrascht, als ich ihn dann nominiert habe für das heutige Spiel. Aber er war freudig überrascht. Also er war jetzt nicht, dass er gesagt hat, oh mein Gott, ich will nicht spielen, sondern er hat gesagt, ah, ich bin noch ein bisschen müde, es ist noch früh am Morgen, falls ihr euch wundert, warum ich jetzt hier gähne. Aber er war sehr freudig überrascht, dass ich ihm jetzt eine Chance eingeräumt habe, von Anfang an dabei zu sein. Harry auch wieder im Team. Hannessen hat in den Spielen, wo er gespielt hat, überzeugt. Aber am Ende ist halt Tah und Harry gesetzt. Hannessen soll halt immer wieder Spiele bekommen, um in das Team reinzuwachsen. Genau wie Sutton. Der wird auch noch seine Spiele bekommen. Und es kann ja immer wieder mal Verletzungspech da sein. Da muss so einer ja, nachwachsen können. Ne? Deswegen brauchen wir die Erfahrung für die Spieler. Und ich muss sie dann immer wieder mal bringen. Hannessen hatte jetzt ein paar Spiele gemacht, aber Harry ist jetzt wieder gesetzt. Weil die Saison beginnt jetzt für uns langsam, dass wir jetzt zeigen müssen, der Bundesliga hier, wir sind der amtierende deutsche Meister. Wir nehmen das Heft des Handels in die Hand. Das ist ganz wichtig. Dafür haben wir nochmal 25 Millionen springen lassen diese Saison und haben unseren Dunis Aftejai aus Dortmund zurückgeholt.
Es war ja ein lang ersehnter Wunsch, einmal von mir und auch von euch, wie ich gespürt habe. Und das konnten wir Gott sei Dank realisieren. Denn es ist, für uns ist das jetzt eine ganz entscheidende Saison, weil wir müssen international bleiben, um weiterhin Geld in die Kassen zu bekommen. Und wenn wir Geld in die Kassen bekommen, dann können wir auch weiterhin solche Transfers wie einen Dunis Avdijay machen. Ich denke, in den nächsten ein, zwei Jahren werden wir auf jeden Fall für den Sturm nochmal was Ordentliches investieren müssen. Vielleicht auch auf der rechten Seite. Aber da kann jetzt Seitz erstmal zeigen, was er drauf hat. Da ist er. Ja, Fehlpass jetzt hier von ihm. Und da ist Dafilidis weg. Der lässt ihn einfach stehen. Och, und Brinkis zeichnet sich aber hier richtig gut aus. Tolle Parade von ihm. Super gemacht. Super. Und da ist er. Also er vertritt Vlachodimos richtig gut. Ich glaube, die beiden haben auch keine Probleme miteinander. Sodass jetzt hier Brinkis wirklich einfach schnell in die Mannschaft reingefunden hat. Und vertritt hier Vlachodimos. Und er weiß dann natürlich, wenn Vlachodimos wieder fit ist, dann muss er ins Glied zurück. Denn Vlachodimos ist immerhin die Nummer 2 in Deutschland. Hinter Marc Reimann, der ja auch von uns stammt. Schön zu wissen, dass wir 2 Torhüter ausgebildet haben für die deutsche Nationalmannschaft. Das ist schön zu sehen. Und da sieht man auch so ein bisschen die Langfristigkeit unseres Handelns hier in Rostock. Dass immer wieder junge Spieler nachwachsen können. 1-0 die Führung in der Halbzeit, das ist bis hierhin erstmal in Ordnung. Die wütenden Angriffe von Leverkusen konnten erstmal standgehalten werden. Seitz muss sich hier noch steigern. Und dann gehen wir rein in die zweite Halbzeit. Gefaulzorn mit gefault, Schiri lässt, nee, doch nicht. Von Nuri Sahin hier gefault. Ja, ein zweites Tor wäre jetzt in dieser Phase sehr wichtig, um Ruhe ins Spiel zu bringen. Gefaulzorn. Nicht machen, da ist er clever. Ja, Ronny Marcos, sein Vertrag, da müssen wir auf jeden Fall noch mal ran. Eins steht fest, für wenig Geld können wir ihn nicht verlängern. Jetzt aber Reno auf dem Weg zum Tor. Nein, schade. Gute Aktion von ihm. Oh, und da wird Avdijay gefoult. Gute Freistoßposition hier für Ronny Marcos. Aus solchen Positionen hat er schon viele Tore erzielt. An den Pfosten. Seitz, was macht er? Ah, 2-0 und das macht Ronny Marcos hier. Sein erstes Tor, aber er hat schon viele Tore für Rostock erzielt. Das bringt jetzt Ruhe rein in unser Spiel. Wunderschön gemacht. Und dann steht er goldrichtig, er bleibt weiterhin vorne und dann kommt der Ball zu ihm und ja. Das sind die Momente, die wir jetzt brauchen. Dass wir den Anschluss nach oben nicht verlieren. Patrick Weihrauch wurde heute auf jeden Fall nicht vermisst. Und auch Schmitzkatz wurde hier gut ersetzt. Und Brinkis. Brinkis ein ums andere Mal heute mit einer ausgezeichneten Form. Wir jetzt hier nicht mit Superlativen kommen, aber das ist schon toll, was er heute hier weggehauen hat. Und jetzt die Kontergelegenheit für uns? Nein.
Aber ich will mal gucken, was wir jetzt machen können. Ja, Salz hat sich jetzt gesteigert. Aber hier Giffoldson, der ist schon ziemlich platt. Da bringen wir jetzt Michael Wright rein. Ein Mann, den ich hier noch nicht eingesetzt habe in der ersten Mannschaft. Das ist praktisch sein Debüt. Bin sehr gespannt auf ihn. Hat in der zweiten Mannschaft gute Spiele abgeliefert. Junges Talent. Und da kommt er. Wie sieht seine Zukunft aus? Ist er jemand, der vielleicht später mal in die Stapfen von Patrick Weihrauch tritt? Da ist er das erste Mal am Ball. Und er wird gleich gefoult und holt hier einen Freistoß raus. Und Nuri Sahin kassiert gelb. Ja, der ist heute schon öfters aufgefallen durch Fouls. Und Wright zeigt gleich mal, dass er da ist. Und das gibt jetzt Freistoß durch Ronny Maros. Abgefälschter Ball. Es gibt Eckball. Gut. Das macht er gut. So, wir bringen einen weiteren Mann rein. Und zwar würde ich jetzt gerne mal gucken. Ich glaube, Heinze kann auch rechtes Mittelfeld spielen, ne? Ja, ginge. Würde gehen. Nietzscham. Eher weniger. Afterjai. Auch nicht unbedingt. Mal gucken, wer denn da ihn vertreten könnte. Also Ronny Maros hätten wir, Heinze hätten wir. Ja, ich würde mal sagen, Ronny Maros. Und ich bringe mal Ole Fleck hier auf links. Können wir machen. Ist mal eine neue Rolle für Ronny Maros. Und Ole Fleck kriegt weitere Spielpraxis. Zuletzt hat er gut gespielt. Kriegelmeier kommt für Hoffmann. Ganz sicher. Jonathan Tah geht auf Nummer sicher. Überlässt hier nichts im Zufall. Und Brinkis ist ja heute eine ausgezeichnete Partie. Ich würde mich nicht wundern, wenn der der beste Spieler des Tages heute wäre. Reno. Wright. Ganz neue Stürmer-Konstellation, die wir heute auf dem Platz haben. Boswick Jackson kommt nicht vorbei. Ole Fleck. Wunderbar gemacht. So, wir können nochmal auswechseln. Und ich würde da gerne mal ja, ich würde Nietzscham nochmal gerne sehen. Wir müssen ihn immer wieder mal bringen, dass er Möglichkeiten hat, auch sich mal zu beweisen. Ah, ohne Fleck. Knallhart.
Jetzt ist Lamela aber mal weg. Im Strafraum. Aber da passt Harry auf. Super abgelaufen oder beziehungsweise gutes Stellungsspiel. Und Donis Aftejai. Reno. Boswick. Nochmal Reno. Aftejai. Ach, schade. Hat eine gute Chance gehabt. 2:0 die Führung. Die Werkself. Nach wie vor noch gefährlich, aber meine Mannschaft kontrolliert das einigermaßen. Reno. Langer Pass auf Wright. Kommt nicht an. Vom Putz haben wir wenig gesehen. Bei Ming-Song. Gut abgeschirmt heute. Und da ist Ronny Marcos, der geht dazwischen und Wright. Marcos, Fehlpass, schade. Donis Aftejai. Schönes Dribbling von ihm. Pass von in Reno seinen Lauf. Reno zieht ab. Gute Aktion hier von Reno. Gute Aktion. Sowas wollen wir mehr sehen. So, jetzt kommt es nochmal zum Wechsel. Da ist Nicham. Einwechslung bei Leverkusen. Jungbing Park kommt rein für Lamela. Bender. Wright zieht außen Marcos. Marcos nochmal zurückgelegt. Nicham. Und Jonathan da ist da. Bright. Sich sehr gefreut, dass er heute nominiert wurde. Schöner Pass auf außen auf Ronny Marcos. Flanke kommt hoch rein. Nicham. An den Pfosten. Da hat er mal einen Pfund rausgehauen. Super. Super. Das war eine gute Aktion von ihm. Kommt ganz gut rein ins Spiel hier, obwohl er ja nur wenig Spielminuten hat. Harry läuft das hier locker ab. Und wir gewinnen 2:0. Wir sehen uns gleich im Nachbericht. Ja, Fritte Brinkis ist hier ganz klar unser Mann des Tages. Hervorragend, wie er hier Vlachodimos vertreten hat. Aber ich freue mich auch über die gute Leistung von Donis Aftejai, über die gute Leistung von Ronny Marcos. Und vorne Reno und Güffelsson haben nicht enttäuscht. Boswick, Bender, auch nochmal eine gute Leistung. Also das war insgesamt ja eine Rehabilitation zu den zuletzt gesehenen Spielen. Und Weihrauch und Vlachodimos wurden hier überhaupt nicht vermisst heute, muss man sagen. Ja, die Ergebnisse. Unser Spiel habt ihr gesehen. Dann Freiburg verliert 0:3 gegen Schalke. Bittere Niederlage für Freiburg. Die fallen jetzt doch weiter runter. Und Schalke, so wie wir es schon geahnt hatten zu Beginn der Saison, platziert sich immer mehr oder festigt sich immer mehr da oben in der Tabellenspitze. Dann Eintracht Frankfurt gewinnt 3:0 gegen Mainz 05. Die Frankfurter, ja, mehr recht wie schlecht. Und Mainz kämpft von Anfang an hier gegen den Abstieg. Dann Fortuna Düsseldorf, überraschend 4:1 gegen Braunschweig. Das sind wichtige Punkte für die Düsseldorfer. Und Braunschweig, ja, kämpft auch gegen den Abstieg hier. Bremen gegen Stuttgart 1:1. Tja, beide Mannschaften haben sich hier neutralisiert an dem Spieltag, kann man sagen. Dann haben wir Hannover 96 gegen Hamburg. Eine 1:0 Niederlage gegen Hannover. Das tut Hannover gut, Hamburg tut das weh. Die Hamburger für mich noch so eine Mannschaft. Mit den Einkäufen, da bin ich sehr gespannt, wie der Saisonverlauf weitergehen wird. Ich halte sie für stärker, als manche denken. Aber im Moment kämpfen sie natürlich gegen den Abstieg als Aufsteiger. Ja, Gladbach gegen Nürnberg 1:1. Für die Gladbacher nicht so gut, für die Nürnberger. Die fallen jetzt von 1 runter und Hoffenheim ist der Neue.
Tabellenführer, weil sie gewinnen 2:1 gegen Dortmund. Wolfsburg verliert 0:2 gegen Bayern München. Also die Wolfsburger wieder in einer Grottensaison. Dortmund jetzt bis jetzt auch nicht gut gestartet und Leverkusen weit, weit unten jetzt. Also das sind so ein bisschen Überraschungen. Wir stehen jetzt auf 5, sind noch 4 Punkte hinter dem ersten. Also der deutsche Meister ist noch lange nicht da, wo er sein muss. Aber heute haben wir schon mal ein Signal gesetzt. Und das Schöne ist, wir haben neue junge Spieler eingesetzt. Borswick hier in der Mannschaft des Tages. Das freut mich. Und Brinkis, Fritte Brinkis. Guck mal hier. Das ist doch schön. In der Torschützenliste hat sich jetzt hier nicht viel verändert. Ja, nächster Spieltag ist gegen Bremen. Da sehen wir schon, Jan Zimmer ist der notenbeste Spieler. Der beste Torschütze ist Julian Ahlschwede. Gefährlicher Mann und der beste Spieler. Sehen wir gleich nochmal. Fortuna Düsseldorf, Werner Trainer Büskens kontert die Kritiker. Ja, das ist ein schöner Erfolg für ihn erstmal. Andy Bento führt Hannover zum Sieg. Das war das 1:0, ne? Ja, guck mal hier. Okay. Ja, Michael Westendorf ist ja der beste Spieler. Güfferson wird für einen Tag ausfallen, also der ist schnell wieder fit. Die Reserve 1:1 gegen FSV Frankfurt, Entschuldigung. So, hier können wir jetzt mal ein paar Spieler loben. Fritte, du alte Hund, du alter Hund. Ja, sein Vertrag läuft aus. Wäre jetzt vielleicht eine gute Geschichte, ihn jetzt hier nochmal zu verlängern. Er ist 29. Wir brauchen ihn auf jeden Fall. Wir können die Option ziehen. Das machen wir auch. Dann haben wir ihn bis 25. Das ist schon mal gut. So, da ist es. Borswick Jackson hat noch Vertrag bis 25. Ihm sage ich, du hast gut trainiert. Ja, aber es ist jetzt, wäre jetzt auch in der Zeit, auch seinen Vertrag mal zu versuchen zu verlängern. Er ist jetzt 25, hat jetzt ein Gehalt von 3,6 Millionen. Ich will mal versuchen, ob er reagiert. Da haben wir eine Option, die ziehen wir. Das machen wir uns zu nutzen. Das machen wir uns zu nutzen und da sehen wir jetzt, jetzt hat er bis 2026. Sehr schön. Lars Bender. Sein Vertrag läuft noch bis 2025. Ein hohes Gehalt bezieht er. Aber er bringt auch die Leistungen dafür. Das muss man auch an der Stelle auch sagen. Ist nach wie vor ein Nationalspieler, also da kann man nicht meckern. Valentin Schuster, ein Jugendspieler. Vertrag unterzeichnet. Jo, ich bin müde. Ich sag euch schon mal Tschüss. Wir sind erstmal wieder, haben heute einen guten Spieltag meiner Mannschaft gesehen. Die Spieler, die ersetzt werden mussten, wurden tadellos ersetzt. Ich sehe jetzt keinen Grund, die Mannschaft zum nächsten Spiel ändern zu müssen. Das sieht alles tadellos aus. Und so kann es weitergehen. In diesem Sinne, bleibt mir weiterhin gewogen, euer Smiloni.